Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Präsentation der Tormek T2 Pro Kitchen. Wir möchten euch heute die Maschine kurz vorstellen und zeigen, wie schnell und einfach es ist, ein stumpfes Messer wie der Rasiermesser scharf zu schärfen. Für die Präsentation der Maschine habe ich den Key Account Manager für den deutschsprachigen Raum dabei, Wolfgang Hess. Hallo Wolfgang. Hallo Tanja. Magst du uns zum Start vielleicht etwas über Tormek als Firma erzählen? Absolut. Ja, Tormek ist eine Firma in Schweden, in Lindesberg, wo wir unsere Maschinen entwickeln und auch produzieren. Und wir sind bekannt seit fast 50 Jahren für hochwertige Maschinen und halten auch eine Vielzahl von Patenten. Danke, Wolfgang. Magst du uns jetzt die Maschine kurz vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also die Maschine besteht aus einem schlagfesten Kunststoffgehäuse mit einem Zinkoberteil. Da drin ist ein Industriemotor, der ausgelegt ist auf also Minimum 10.000 Stunden, völlig wartungsfrei. Dann haben wir hier auf der Seite eine Diamantschleifscheibe mit einer Körnung von 600. Die im Prinzip unsere absolute Schärfe dann auch bringt. Daran haben wir eine Vorrichtung angebracht, die unser Messer führt. Mit einem Winkelanzeiger kann ich hier den Winkel einstellen für das gewünschte Messer. Und wenn ich dann hier durch die Führung das Messer geschliffen habe, gehe ich dann rüber auf unsere Abziehscheibe und da wird dann der Schleifgrad, der entstanden ist, abgezogen und dann natürlich auch die absolute Schlussschärfe erzeugt. Super, danke schön. Bevor wir jetzt anfangen, das Messer zu schärfen, gibt es noch was man bedenken muss? Ja, einfach den Winkel. Und zwar könnt ihr zwischen 10 und 22 Grad hier einstellen, je Seite. Und das hängt davon ab, für was ihr das Messer natürlich benutzt. Alles klar, dann lass uns doch jetzt mal das Messer schärfen. Ja, für das Messer habe ich jetzt 15 Grad gewählt. Die stelle ich mir einfach hier ein auf 15 Grad. Und dann geht es eigentlich schon los. Maschine einschalten, führe das Messer in die Klemme hier ein. Setze es parallel auf und fahre einfach entlang der Schneide, indem ich hier ein bisschen anhebe in der Kurve und wirklich versuche parallel. Also ich folge der Form des Messers. Absolut, genau. Und dann gehe ich rüber und nehme dann die andere Seite. Mach genau das gleiche, schön gleichmäßige, langsame Züge. Und woher weiß ich dann, wann ich fertig geschliffen habe? Und zwar, wenn ich jetzt das Messer rausnehme, auf der gegenüberliegenden Seite, also hier, dann spüre ich einen Schleifgrad. Okay. Dann weiß ich, dann habe ich fertig geschliffen. Mhm. Und dann am Schluss gehe ich jetzt ganz einfach, weil hier nochmal der Grad ist, ganz leicht, mit ganz wenig Druck, wie überhaupt auch beim Schleifen, ziehe das meiste vom Schleifgrad weg, dann spüre ich ihn nur noch ganz, ganz fein und dann kann man auch schon zum Abziehen gehen. Okay, so wie ich das verstanden habe, ist Abziehen auch ein super wichtiger Prozess, damit das Messer so richtig, richtig scharf wird. Absolut, erstens kriegen wir den ganzen Schleifgrad weg. Mhm. Und das macht hier die Kompositscheibe, das ist also im Prinzip ein ganz, ganz feines Schleifen, eigentlich ein Polieren und nehme dadurch den Schleifgrad komplett ab und poliere auch gleichzeitig die Schleifscheibe auf. Dazu ist es einfach nur wichtig, dass man wirklich hier auf der Schleifphase genau wieder abzieht. Und dann bekomme ich dann auch die richtige Schlussschärfe auf die Klinge. Und woher weiß ich, dass ich genug abgezogen habe, also dass das fertig ist? Also wenn ich anschaue, dass ich auch keine Reflexe mehr auf der Klinge sehe und dann kann ich zum Beispiel ganz leicht auf dem Fingernagel so drüber ziehen und wenn ich da nichts mehr spüre, dann bin ich eigentlich komplett durch. Okay. Kein Ruckeln spüre, dann ist eigentlich alles wunderbar. Super. Und dann kann man natürlich, wenn man möchte, auf einem Stück Papier auch nochmal testen, wie ich hauchfein, kann man wunderbar. Geht sehr fein durch. Mhm. Wie ist es denn? Gibt es denn nur die Maschine oder gibt es noch Erweiterungen auch dazu? Ja, zu der Maschine kann man natürlich je nach Bedarf weitere Schleifscheiben dazu kaufen. Das ist jetzt einfach diese Standardscheibe, die mit ausgeliefert wird. Okay. Die für den eigentlich täglichen Bedarf gedacht ist. Ja. Wenn ich jetzt aber Messer habe, die einfach beschädigt sind, wo ich mal wirklich grobe Arbeit leisten muss, da haben wir dazu unsere DWC 200. Das ist eine Körnung von 360, die nimmt einfach ein bisschen mehr Material weg. Okay. Oder für den, der natürlich noch einen kleinen extra feinen Schliff will, haben wir einfach diese DWE, die extra feine
mit einer Körnung von 1200. Da kriegt er einfach fast einen Seitenfinish. Okay, und du sprichst von System. Gibt es denn auch Vorrichtungen für die Tomek T2 Pro Kitchen? Richtig, wir haben jetzt seit neuestem auch einen weiteren Zusatz. Das ist die RBS 140. Die ist gedacht, um runde Kreismesser bis zu einer Größe von 140 mm schleifen zu können und bis runter zu ca. 8 cm, also 80 mm. Okay. Wird ganz einfach hier oben mit aufgesetzt, ausgetauscht und schleift von selbst. Super, danke schön. Bevor wir das Ganze jetzt abrunden, gibt es noch etwas Wichtiges, was du uns über die Maschine mitgeben möchtest? Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt ist einfach, beim Kauf der Maschine folgen einfach schon mal 8 Jahre Garantie mit. Dann hat die Maschine natürlich, wie wir vorhin sagten, einen Industriemotor mit 10.000 Stunden. Und das würde bei jedem Tag eine Stunde schleifen 27 Jahre entsprechen. Oh, das habe ich die Maschine wirklich sehr, sehr lange. Klasse, danke schön. Für alle, die jetzt noch mehr über die Tomek T2 Pro Kitchen erfahren möchten, empfehle ich, auf die Webseite tomek.com zu gehen oder dem Link in der Videobeschreibung zu folgen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.